fuck, ist das nah. Die Treppe runter. Geh die Treppe runter, Junge. Bitte. Ey, ich hab mich jetzt, ich erschrecke mich hier härter als bei Outlast. Was zum Teufel? Oh Mann, ey, was ist das für ein Spiel? Und wieso, wo muss ich lang? Shit, ich hab mich verlaufen. Oh, Kacke. Da, bitte. Oh. Und nichts wie weg hier. Hier ist ein Speicherpunkt, den muss ich sofort mitnehmen. Aber ohne mit der Wimper zu zucken. Kleiner Wortwitz nebenbei. So, jetzt, komm schon, Speicher, Speicher, Amanda. Das hast du gut gemacht. Was macht hier so Geräusche? Oh, ist das mein... What? Wieso? Was ist, was hat's mit dem Piepeln auf sich? Seid ihr böse? Oh, Kacke. Kann ich irgendwo hinfahren? Zum Simon-Turm? Muss ich zum Simon-Turm? Wenn sie in der Simon-Transit-Station, dann drücke ich einfach mal da drauf. What? Da waren einfach irgendwelche People und die laufen einfach so rum? Ja, piep ruhig einfach nochmal. Schönes Spiel. Schön gruselig. Ja, ihr liebt es, wenn ich leide, ich weiß. Klar, muss es sein. Was haben wir denn hier? Schön hier. Lune-Style, schönes Magazin. Jetzt sind wir eigentlich ewig weit weggefahren. Das Alien kann sich jetzt mit den anderen... Oh, ist das ein Überlebender? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Hier drüben. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ripley? Ist das Ripley? Ja, ich bin Ripley. Wir sollten... Oh. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Schock. Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Na shit. Alter, was ist das für ein Sound? Kein bisschen übertrieben hier. Apollo ist der beste Freund, ich sehe das schon. Das ist ja richtig toll von dir, Apollo. Ripley sucht nach Hilfe. Ja, ich versuch's zumindest. Hier, warte mal, ich habe doch 1000 Medikits dabei. Nimm doch eins von meins. Warum so? Ich habe doch alles, was du brauchst. Na gut, dann gebe ich mir halt eine Dosis. Die tun ja richtig weh, wenn die sich am Bein packen, dann machen die mehr Damage, als wenn die... Wir haben keine Zeit zu bemängeln haben. Füllen Sie bitte eines der zu... Nee, ich habe keine Zeit, hier zuzuhören. Mhm. Apollo ist ja richtig gut dabei hier, ich sehe das schon. Strangers will be shot. Ja, ja, das lese ich ständig. Was haben wir denn hier? Leichensäcke, na geil. Mir ist ja richtig vertrauenserweckend. Lass mich raten, hier sind bestimmt Banditen, die uns angreifen. San Cristobal Medical. Und das nochmal auf Japanisch? Na denn. Sind das... Das sind Überlebende. Ich sag doch, hier ist wieder alles im Arsch. Die wollen uns... Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht.
Ja, na klar. Ich habe Outlast gespielt. Da war genau dieselbe Stelle auch. Ihr Schweine. Na los! Ja. Ich weiß ja genau, worauf das hinausläuft. Wir gucken uns lieber den Saturn an. Nein, das ist natürlich der Jupiter. Wusstet ihr, dass auf dem Jupiter ein Sturm tobt, in dem die Erde einfach ewig oft reinpassen würde? Die gesamte Erde? So groß, ein einziger Sturm. Halleluja, würde ich sagen. Ja, ich gehe jetzt in deinen vermaledeiten Aufzug. Mach's gut, ey. Ich kriege einen Anfall. Ich werde doch jetzt eh gefangen genommen. Geht die Tür auf und ich werde gefangen genommen. Dafür wette ich alles drauf. Macht ganz schön durstig, das Sterben. Das Seelische. So, jetzt kann das auch mal laden. Also, warum lädt ihr? Ich habe eine super gute Framerate bei dem Spiel gerade. Ich hoffe, ich bete, ich flehe auch, dass das mit der Kamera und mit der Synchronisation und jetzt endlich klappt. Ich habe jetzt mein Setup geändert, anderes Tool verwendet, bla bla bla. Und ich muss gucken, das sage ich jetzt so nach der dritten Folge, nachdem ich das Setup quasi laufen habe. Also, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann wirst du das entweder sehen oder nicht sehen. Das ist sehr toll, ne? Mit wem redest du? Wo bist du? Wer bist du? So ein Cyborg? Mommy, I want the Seeksen Synthetic! Ja, toll. Gucken dir an. Der sieht doch voll gruselig aus. Da hat jedes Kind Angst vor so einem Schrumpelhaut. So ein Typ, als er in einer Badewanne eingeschlafen. So sehen die aus. Standardmäßig. Voll ekelhaft. So, ich soll durch den Lüftungsschacht, aber ich werde erstmal gucken, ob ich hier nicht Taschenlampenbatterien finde. Oder vielleicht mir hier leere Ikea-Regale angucke, hier sinnlose Knöpfe betätige, da gehe ich noch nicht rein. So, was, hier gibt es sonst nichts mehr, oder Leute? Da oben ist alles zu, die Marshalls haben alles verbarrikadiert, ja, habe ich alles noch im Gedächtnis, Vorsicht, nass gewischt. Und das Ganze nochmal auf Japanisch. Warum denn auf Japanisch? Sevastopol ist doch eher russisch, eine russische Stadt, oder nicht? Naja. Wer weiß, vielleicht ist ja Russland nicht mehr russisch, sondern japanisch. Na klar, um auf Nummer sicher zu gehen. Für wie naiv hältst du mich denn? Oh Gott. Wie weit muss ich denn klettern, ey? Einmal rechts, Batterie sparen, wie in Outlast. Batterien ist alles. Oh, sehr beklemmt, ey. Ich weiß, wenn dann das Alien, das sich durch diesen Gang dann mit Supergeschwindigkeit durchzwängt. Toll. Wo sind wir? Was hat das zu bedeuten und warum ist hier alles so komisch? Die Musik sagt, lauf um dein Leben. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Ja. Toll, und nun? Hauptsache erstmal speichern. Das ist. Hat zwar nicht viel gemacht, aber wir sind zwar einiges gelaufen. Das ist gar nicht mal schlecht so. Als ich in der Halle von dem angegriffen wurde, von den Syntheten, dachte ich echt, das Alien wäre hinter uns und hätte uns erwischt oder so. Ripley. Was? Du bist cool? Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Molly oder Lingard? Jetzt soll ich für dich mal wieder die Drecksarbeit machen. Guck mal, wie klein ich bin. Eine kleine junge Frau. Ich lebe wahrscheinlich länger als die meisten hier auf der Station. Aber auch nur, weil ich unfassbar viel Glück habe. Naja gut, Glück kann man auch nicht sagen. Schließlich bin ich hier und... Bäh. Ja, wo muss ich lang, Leute? Du kannst mir zumindest sagen, wo ich lang muss. Was hältst du denn davon? Wollen wir mal um die Wette doof aus der Wäsche gucken? Ich mach's genau wie du. Na, wer gewinnt? Das ist auch ein humorloser Schratzen, oder? Ich ziehe die krassesten Grimassen und der guckt einfach als...
Keine Ahnung, als hätte ich seine Tochter getötet. Ja, egal. Wo muss ich lang? Sagt die Karte. Die Karte sagt irgendwas. Noch irgendwas aufzunehmen. Oh, welch schöner Kaffee. Das ist ja überhaupt gar keine gestellte Pose. Und warum geht man in der Zukunft wieder dazu über, Werbung zu zeichnen, wie in den 50ern? Naja. Wahrscheinlich hat sich die Computertechnologie nicht sehr weiterentwickelt, wie man ja an dem Windows 98 Betriebssystem der Syntheten erkennen kann. Die waren ja damals auch immer abgestürzt. Bei Windows 98 konnte man auch nicht mal zwei Sounddateien gleichzeitig abspielen, weil die eine Datei den Treiber für Sound blockiert und dann der andere einfach nicht mehr drauf zugreifen konnte. Das waren noch Zeiten. Das war richtig toll. Stell dir mal vor, du willst Musik hören und ein YouTube-Video gucken oder zocken und Musik hören, geht nicht gleichzeitig. So, Karte, Karte. Was haben wir denn hier noch so? Und eine Frau schmeißt mit Pillen um sich. Never sleep pills, also niemals schlafe Pillen. So ein bisschen Zeug einsammeln. What the fuck is this? What? Sexualhygiene im tiefen Raum, alles klar. Ja, Novemberkalender. Ein Bild vom Eiffelturm. Also der Eiffelturm hat sich nochmal 130 Jahre gehalten. Ein gutes Zeichen. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Ein Geschenk. Sixen. Tomorrow together. Mit einem Urgent-Geschenk, ja. Und hier Jesus und seine Frau Heidi Klum. Eliminate lies before it spreads. Ja, also Lügen aufhalten, bevor sie sich verbreiten. Was ist das für eine strange Propaganda, Leute? Toll, ist natürlich zu, oder? Ach, das kann ich aufmachen. Yes! Rechte Maustaste halten und S drücken. Mach mal. So. Ernsthaft. Ich bin schon wieder hier. Cool. Jetzt bin ich verwirrt. Hier bin ich doch hergekommen. Eigentlich. Warte mal. Jetzt kapiere ich gerade gar nichts mehr. Tür auf. Da sitzt wieder unser Starkönig. Starre Weltmeister. Hier komme ich nicht durch, ne? Verschlossen. Hier vielleicht? Kontrolle, Notfall. Aha! Sehr schön. Was haben wir hier? Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Okay. Naja, ich mache hier die Drecksarbeit. Sehen Sie mal, dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo die... Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Ja, na klar. Ich würde jetzt gerne nochmal speichern. Ich glaube, ich sollte nochmal zurückgehen und speichern. Ich bin echt nicht sicher. Hier stirbt man ja. Das Problem ist bei diesen Instant-Kill-Spielen, dass man instant gekillt wird. Und das ist toll. Ernsthaft, ich komme nicht mehr zurück. Willst du mir das damit sagen? Du Sadist. Du Sadist, du Sadist. Ich hoffe, hier gibt es noch einen Speicherpunkt. Okay, alles zu. Jetzt hier hat sie wahrscheinlich überhaupt nicht gebracht, ne? Oh, Speicherpunkt. Ich habe was gehört. Nice. Sehr geil. Jetzt kann ich wieder selbstbewusst in die Zukunft blicken. Ja, natürlich überschreiben. So, okay. Wo muss ich hin? Ich bin der König der Welt. Mir kann nichts. Wirkt es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte... Nein, das ist der falsche. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kulmen, Ende. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents.
Kannst du mal einfach die Klappe halten? Das interessiert mich. Ein Alienrotz, wirklich. So. Hier finden wir nichts. Das ist eine riesige Krankenstation. Ungeachtet dessen, dass unser Medikit unseren Freund offensichtlich nicht zu heilen vermag, ist es so, dass ich hier einfach überhaupt nichts finde. Dem muss doch überall Medikamente sein. Und wenn es nur Kopfschmerztabletten sind. Warte mal, ich kann die Sprinkleranlage einschalten. Ah. Schon wieder. Ey, so viel zum Thema. Cool, Sprinkleranlage. Meine Faust fängt gleich an zu wandern, wenn du nicht mal bald die Klappe hältst. Unglaublich, was der mich voll labert. Sie liegen im Bett. Sie fühlen Wärme und Geborgenheit. Eine ihnen nachstehende Person bereitet unten Frühstück für sie vor. Der Doktor. Sie können es riechen. Es duftet köstlich. Sie sind in einem anderen Zimmer, aber nicht weit weg. Sie sind getrennt und doch verbunden. Schon bald werden sie wieder vereint sein. Wie fühlen Sie sich? Cool. Was ist das für ein toller Raum hier, oder? Das ist ja voll ekelhaft. Wie soll man denn so Räumen gesund werden? Was haben wir hier? Sauber. Sie sitzen am Ufer eines Flusses. Ich kann mir alles anhören. Eine schöne Brücke. Oh, schöne Vögel. Sie packen ihre Probleme in ein Bündel und lassen es vom Fluss hin vortragen. Sie sehen dem Bündel nach. Es verschwindet unter der Wasseroberfläche. Von Ihnen getrennt. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich wunderbar. Das Problem ist nur, dass das Bündel der Sorgen, das mir dieses Spiel beschert, so groß ist, dass es den ganzen Fluss stauen würde und eine Flutkatastrophe erzeugen würde, die ganzen Dörfer am Flussrand verschlingen würde. Damit hast du nicht gerechnet, Doktor. So, Lautstärke ist gut. Lärm ist immer gut, vor allen Dingen bei Alien-Kontakt. Oh, wen haben wir denn da? Vor Ihnen liegt ein dicker, warmer Raumanzug. Raumanzug? Dick und warm. Sie sind von der Welt abgeschottet. Ja. In Ihren Ohren nur der langsame, verlässliche Klang Ihrer eigenen Atemzüge. Probleme stellen sich durch. Sie sind allein. Sie sind sicher. Wie fühlen Sie sich? Ja, beengt, in Atemnot, gehetzt und schwerfällig. So fühle ich mich, wenn ich einen Raumanzug anhabe und das Alien hinter mir her ist. Hol mich hier raus, Doktor! So, egal, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich durchsuche alles einfach, naja, ich will jetzt nicht sagen systematisch, aber ich durchsuche es halt. Ganz genau, diesen Korridor entlang. Ganz genau, diesen Korridor entlang. Senior Consultant. Einmal bitte hacken, tue ich. Da haben wir es doch so. Da haben wir einmal jenen einen, dann das sieht komisch aus und das ist das da. Jo. Ist jetzt nicht so der Aufwand. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Was haben wir denn hier? Muss ich das auch hacken? Gerät unzureichend. So wie ich das Spiel kenne, finde ich jetzt hier irgendwas und dann rastet wieder alle aus. Dann kommen wahrscheinlich die ganzen Irren hier. Genau du hier. Kommst dann angerannt, kann ich dich wegschieben? Tanz der Toten. Das bin ich, nachdem ich das Spiel gespielt habe. Guck, so sieht mein Let's Play-Platz aus. Das ist meine Leiche. Hier ist mein Mikrofon zum Aufnehmen. Da spreche ich gerade rein. Das ist da. Hier ist das Licht, was mich hier anleuchtet. Und die Kamera, keine Ahnung, die haben sie verkauft. In der Zukunft braucht man Geld. Sevastol Link. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulanzien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coleman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Loks nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Coleman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen?
Quarantäne auf Krankenstation. Haben Sie den Zugang gefunden? Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Quarantäneprotokoll San Cristobal-Station. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Scheiße. YouTube ist für mich ein Hobby und das Einzige, was ich für den Erfolg dieses Kanals tue, ist so gute Videos zu produzieren, wie ich kann. Aber du kannst mir wirklich helfen. YouTube funktioniert durch Weiterempfehlung. Alleine gehe ich in der Flut der großen YouTuber einfach unter. Oben links kannst du das Video auf Facebook teilen. Unten findest du die Beneos Facebook-Seite mit Abstimmung zu neuen Projekten und Diskussionen. Vielen lieben Dank. Dein Ben. We express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast minded feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say. Cue bias independence.